Hallo zusammen, diesmal aus einem gewissen anderen Blickwinkel. Und zwar bin ich hier in Atlanta, Georgia, und ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten, was so mit dem Minecraft-Server abgeht. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, keinen Minecraft-Content zu sehen und währenddessen über Minecraft zu reden, aber es gibt ganz viel Neues, und zwar Dawn Studios ist als Developer neu dazugekommen. Ich meine, Max kümmert sich immer noch super um den Server. Okay, ein bisschen aktiver könnte er sein, aber Curry ist auch noch mit dabei. Und wir haben jetzt eine Teammanagerin, die Ayana. Die kümmert sich hoffentlich gut um die Teamprobleme. Von daher, also ihr merkt, die Leute haben Bock, die tragen sehr viel bei. Jumpwelt, genau, der Chat, Muffy-Chat existiert jetzt, das hat Dawn Studios gemacht. Ihr könnt sozusagen global an den ganzen Server senden eure Nachrichten. Und ansonsten wäre es das mit dem Update. Wir arbeiten noch an dem Shop wahrscheinlich in der Zukunft. Also ein paar Monate hin ist es wahrscheinlich. Falls die Leute Bock haben, im Team auch ein bisschen Geld zu bekommen oder dafür was zu machen. Das ist zumindest meine Einstellung, dass sie das verdient haben. Und das ist im Moment leider nicht so der Fall, weil die Leute einfach nicht die Plattform haben, sich Spendenränge zu kaufen oder Muffy-Boxen. Aber im Team, ja, die Leute, ich will denen einfach ein bisschen auch Geld dafür geben, weil die machen das echt toll. Also danke nochmal an Curry, an Max, an dich, Ayana. Du bist zwar neu, aber gut. Dawn Studios, du machst einen super Job. Kommuniziert gut, ich meine, programmiert gut. Genau, also es freut mich einfach natürlich. Ich habe letztens mit Dawn Studios einen Nostalgie-Moment gehabt, so über den Anfangsjump geredet. Das war sehr cool. Ansonsten, wir sehen uns auf dem Discord. Da ist nämlich alles dann genau zu sehen. Leute, macht's gut. Ach so, eine Sache noch, eine Sache noch. Und zwar, dieser Channel hier wird nur noch für Minecraft-Content genutzt. Ich habe gemerkt, okay, ich mache mal lieber so drei Channels. Einer für Minecraft, einer für so Lifestyle und Aktivismus-Zeug, was ich so mache. Und dritter Channel wäre Games, Programmieren. Also die Games, was ich so produziere, habt ihr bestimmt auch mal gesehen, ne? Schreibt mal in die Comments, was ihr am spannendsten findet. Das würde mich interessieren, und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, rein damit. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.